Hallo zurück bei mir im Küchengarten. Ich bin Katharina und heute verrate ich euch das ultimative Geheimnis gegen die Schneckenplage dieses Jahres. Und zwar sind das Laufenten. Ich kann euch leider nichts anderes bieten. Das ist wirklich das Einzige, was zuverlässig gegen diese Schneckenplage wirkt. Ich habe seit mehr als 7 Jahren Laufenten. Ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, wie ich mich um sie kümmere, speziell im Winter und Herbst. Verlinke ich euch hier oben. Sie sind nicht nur gute Schneckenjäger, sondern auch absolut drollige, herzige, friedliche Tiere. Ich möchte die wirklich nicht mehr missen. Zum Beispiel gerade jetzt, ich zeige euch das mal, sitzt meine Lieblingslaufente, die ich mit Kunstbrut aufgezogen habe, direkt hier unter der Kamera in meiner Nähe. Also wenn man das Glück hat, dass man eine handsame Ente hat, es gibt nichts Schöneres. Natürlich gibt es auch einige negative Aspekte, wie zum Beispiel, wenn ihr ihn nicht schützt, würden die Enten euren Salat natürlich auch fressen. Wenn ihr sie dann fragen würdet, warum sie das gemacht haben, würden sie euch natürlich felsenfest erzählen, dass auf diesem Salat eine Schnecke gesessen ist. Sie meinen es nicht böse, das ist halt die Natur, man muss sich mit ihnen arrangieren und dann klappt das eigentlich wunderbar. Viele von euch werden vielleicht schon bemerkt haben, dass wir dieses Jahr wieder Babylaufenten haben, weil ich einfach meine Entenfamilie vergrößern wollte. Und heute möchte ich euch erzählen, wie ich mich um diese Babyenten kümmere, damit sie einen guten Start haben. Ist eigentlich nicht schwer, aber es gibt auch einige Sachen zu beachten. Legen wir los! Meine Entenküken sind mittlerweile an die 2 Monate alt. Sie haben aber immer noch ihren Babyentenflaum und noch keine richtigen Federn. Deswegen sind sie vermehrt kälteempfindlich und schlafen in der Nacht immer noch bei uns im Keller, wo es schön warm ist. Ich habe dort eine Kiste mit Einstreu, wo sie Wasser und Futter drinnen haben. Und immer am Morgen komme ich runter und transportiere sie hinaus in ihr Außengehege. Dazu verwende ich immer einen Korb, der mit einem Tuch ausgelegt ist und ich lege dann immer eine Decke oder ein anderes Tuch drüber, damit sie es dunkel haben und nicht so nervös und ängstlich sind. Draußen im Garten habe ich ein komplett eingezäuntes kleines Außengehege, das habe ich schon für die Aufzucht meiner Hühner verwendet. Sehr wichtig, dass sie geschützt sind wegen herumstreunenden Katzen, auch unserer eigenen, da traue ich ihr nicht. Und auch den Greifvögeln, wir haben sehr viele Rotmilans, die in unserer Gegend fliegen. Die würden die kleinen Enten gerade als Mittagessen wegtragen. Und da kommt schon der Übeltäter. Unsere Katze ist immer sehr neugierig über die kleinen Enten. Denen gefällt das natürlich gar nicht so gut. Und dann baue ich ihnen immer einen kleinen Unterstand, in dem sie sich verstecken können, falls es die Katze mal wieder zu wild treibt. Da habe ich einfach 2 Tontöpfe und lege locker ein Handtuch drüber und darunter können sie sich dann verstecken. Während die Entchen ihr Sonnenbad genießen, gehe ich wieder hinunter in den Keller, hol ihre Kiste und miste die aus. Das mache ich so alle 2 Tage, weil ihr seht, die sind schon recht groß jetzt mit 2 Monaten und machen dementsprechend viel Mist und das riecht dann natürlich auch. Ich wasche das dann immer mit Wasser gründlich aus und bürste die Ränder mit einer Bürste ab, lasse es dann an der Sonne trocknen. Ich habe immer 2 Kisten und dann wechsle ich einfach immer ab. Aufgefüllt wird das Ganze dann mit normalem Pferdeeinstreu oder Sägespäne, weil das schön fein ist und die Flüssigkeit gut aufsaugt, das heißt es stinkt weniger. Und auch in diese Kiste, wo sie in der Nacht drinnen sind, bekommen sie Futter und Wasser hinein, denn sie wachsen wahnsinnig schnell und fressen dementsprechend auch wirklich viel. Da Laufenten ja Wassergeflügel sind und sich nur mit ausreichend Wasser richtig wohlfühlen, gebe ich ihnen natürlich auch immer eine etwas größere Schüssel mit ausreichend Wasser hinein. Damit sie dort auch gut hinaufkommen, bekommen sie dann eine kleine Leiter und ein paar Steine, um die ganze Sache zu beschweren. Und auf dieser kleinen Treppe sitzen sie immer total gerne und nippeln an dem Wasser.
Was an diesem Außengehege auch noch sehr gut ist, ist, dass die älteren Enten sich langsam an die kleinen Babyenten gewöhnen, da sie immer wieder vorbeilaufen. Und gerade meine Rösli-Ente, die ihr hier im Bild seht, die liegt auch sehr gerne direkt neben dem Außengehege. Das ist immer total schön mit anzuschauen. Da es bei uns in letzter Zeit immer noch sehr kalt war, gebe ich Ihnen gerne eine Aufbaukur mit ins Wasser. Das ist ein Kräuterauszug aus Oregano, der das Immunsystem und die Verdauung stärkt. Einmal in der Woche, und wenn es meine Zeit zulässt, mache ich Ihnen auch noch selbst Ihr Futter. Das lieben Sie richtig, ihr werdet es nachher sehen. Da sammle ich im Garten verschiedene Kräuter, je nachdem was Saison hat. Hier habe ich jetzt Ringelblume, Oregano und Salbei. Dazu als Basis kommen noch die Haferflocken. Die Kräuter bereite ich vor, indem ich sie zupfe und fein hacke. Dann kommt das gesamte Ei, also wirklich das ganze hart gekochte Ei dazu. Das hacke ich ebenfalls fein mitsamt der Schale, denn die bietet wirklich gutes Kalzium und Kalk. Und die Enten brauchen zur Verdauung auch so kleine Stückchen im Magen. Und dafür ist die Eierschale wirklich wunderbar. Ebenfalls hinzufüge ich noch ein bisschen Bierhefe, die ist wunderbar für die Federn und die Haut. Und dann mische ich das Ganze, da gibt es keine Mengenangaben. Das mache ich immer Pi mal Daumen, hauptsächlich die Haferflocken, dann meine Kräuter mit dem Ei und der Bierhefe. Und dann wird das Ganze gut durchgemengt. Ab und zu gebe ich noch fein gehackte Karotten oder auch Bohnen oder zermatschte Erbsen dazu. Und dann kommt das Ganze zu der wilden Meute. Oh, schaut mal, wie sie das lieben. Da stürzen sie sich wirklich drauf und essen, bis gar nichts mehr gibt. Normalerweise füttere ich ja mit gekauften Pellets, also nicht jene, die die großen Enten auch bekommen, sondern etwas kleiner. Aber dort ist natürlich auch alles drinnen, was die kleinen Enten zum Großwerden brauchen. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Entchen doch leicht sehr matschig und dreckig werden. Die planschen natürlich wahnsinnig gern im Wasser, im Futter, überall herum. Und da ist es nötig, dass ich sie ab und zu bade. Normalerweise mache ich das dann draußen, nur da es jetzt so kalt ist und wie gesagt, sie doch immer noch kälteempfindlich sind, mache ich das im Keller in unserem großen Waschbecken. Da habe ich dann lauwarmes Wasser drinnen und gebe ihnen ab und zu ein paar Haferflocken hinein, damit sie was zum Gründeln und danach Tauchen haben. Bei kleinen Enten muss man mit tiefem Wasser wirklich aufpassen, denn sie werden doch sehr schnell müde, da sich dieser Flaum, den sie haben, sehr stark mit Wasser vollsaugt und sie dann sehr leicht untergehen können. Und auch danach müssen sie warm gehalten werden, da sie ja noch keine Fettschicht über ihrem Federkleid haben, so wie die erwachsenen Enten. Denn die sogenannte Bürzeldrüse, die für das Einfetten des Federkleides und dadurch auch die Isolation verantwortlich ist, die funktioniert bei diesen Jungenten noch nicht. Das würde die Mutterente übernehmen, die Enten einzufetten. Und da es bei Kunstbrut ja keine Mutterente gibt, muss somit ich aufpassen, dass sie sich nicht erkälten. Das schwarze Gerät, was ihr hier drinnen in meiner Entenkiste seht, ist die sogenannte künstliche Glucke. Die ist unten drunter schön warm. Verwende ich eigentlich für die Enten nicht mehr, da sie schon ziemlich groß sind und es nicht mehr so wirklich warm brauchen. Aber wenn sie nass sind, gebe ich sie ihnen gerne hinein, damit sie sich unten drunter wärmen können und schön trocknen. Und sie lieben es wirklich sehr. Sie sitzen auch sehr gerne oben drauf. Danke, dass ihr heute bei meinem Video mit dabei wart. Lasst ihm doch gerne einen Daumen rauf da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit meinen Babyenten weitergeht, abonniert meinen Kanal. Ich und meine wilde Entenbande sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Küchengarten.